Moin Moin, willkommen zurück zu einer weiteren Runde von Legion TD2 im 4 gegen 4 Modus. Wir spielen Superheld. Das heißt, ich gehe als Champion rein. Ich finde, der passt immer sehr gut. Schauen wir mal. Den raus, Katze rein, ganz klar. Stichschaden, okay. Wir könnten das so machen. Da sind wir ganz gut dabei, würde ich behaupten. Könnten einfach Metzgerstart machen, aber der ist nicht ganz so geil. Deswegen machen wir mal einen Green Devil. Green Devil Start. Sind wir, glaube ich, ganz gut dabei. Mache ich ihn dann zum Champion. Plus die extra Spells, die wir kriegen. Weiß noch nicht, pulverisieren. Hält es aber auch gut. Klar, das Einkommen ist auch mega geil. Aber im Superheld-Modus habe ich immer gern eine Einheit mega stark. Deswegen mache ich das lieber. Kaulquappe. Nehme ich mit. King Upgrade. Ah, Pyro. Da muss ich erstmal nicht viel machen. Da lasse ich einfach den Autosend drin. Gut. Können wir ruhig noch Worker gehen. Das reicht für mich, um noch einen Gargoyle zu platzieren nächste Runde. Ganz entspannt. Wir müssen eine Kaulquappe hinsetzen und das sollte reichen. Drüben. Angler auf jeden Fall, Geschleim, alles dabei, Seeschlange. Eine einzelne Seeschlange? Ach ne, hier ist der Grapplord. Ja, es sollte passen. Robert durchgedrückt. Ja, die 7 Worker sind nicht schlecht. Nächste Runde die Katze. Meine schläft. Muss doch gleich mal rüber gucken. Sehen, dann kann ich auch gleich ins Deck reinmachen. Bin eigentlich ganz zufrieden mit der Auswahl. Ich hole den Metzger in die Mitte, mache dann die Schattentänzer dazu. Und dann sieht es doch super aus.
Oh, 80. Okay, das könnte hart werden. Ich könnte durchkommen. Aber ich werde wahrscheinlich auch nicht halten. 80 war doch etwas zu stark für mich. Alter, der leuchtet alles. Krass. Das ist alles so Atome. So, machen wir mal Upgrade rein. Hier auch. Dann habe ich nächste Runde lieber einen Worker. Sollte klar gehen. So, mal sehen, ob ein Put rausgeht oder ein Robo. Bin mit beiden zufrieden. Put geht raus, sehr gut. Sollte auch reichen, um durchzukommen. Metzger. Alte Robo kriege ich aber nicht noch hin. Da geht er doch nur eine Schnecke rein. Mehr geht leider nicht. Die werde ich tauschen. Der Magier-Buff bringt mir überhaupt nichts. Gerade gesehen, dass wir den gekriegt haben. Ich habe gar kein Mana. Nichts davon. Mach den noch platt. Holy shit. Mega lange. Mit diesem Mini-Leben. Ich weiß gar nicht, ob ich durchgekommen bin. Naja. Yes, my lord. Ach, der mag aber wirklich überhaupt nichts. Ich habe gar keinen Mana. Roll ich dann später, vielleicht kriege ich noch was. Auf jeden Fall auf den 12. Worker gehen. Guck mal hier rüber. Also vorne ist Veteran, hat noch Bazookas stehen. Jetzt war der Buff weg, jetzt habe ich aus Versehen den Magier-Buff drauf gemacht, aber scheiß drauf. Deshalb so wild. Solange es nicht der Champion-Buff ist. Maximale Katze ist schon geil.
Kann sich ja noch regenerieren. Okay, ich muss auf jeden Fall auf 10 schicken. Für sein Pyro. Dann wahrscheinlich noch mehr dazu kommen. Bin ich fest von überzeugt. Könnten den theoretisch schon upgraden. In der Theorie. Aber ich werde jetzt hier den Schattentänzer schon mal platzieren. Damit ich den Champion-Buff nutzen kann. Und dann passt das eigentlich auch sehr gut. Tausche ich wieder um. Ich werde noch eine platzieren. Und dort 60. Sollte an sich gut zurechtkommen. Triple Pyro hat er jetzt schon. Also auf jeden Fall ein Blut mit rein. Im besten Fall noch ein Robo am Ende. Für die Köter. Könnte einfach noch ein Blut reinpacken. Könnte wir noch so down gehen. Ja. Da macht lieber noch ein Blut mit. Ich glaube, ich nehme die Heldenaura. Die Fruits werden runtergebrannt. Sehr schön. Schottern Gold für mich. So gefällt mir das. I will cut you to pieces. Vengeance is ours. My blade thirsts. Upgrade. Vor allem. Scheint richtig zu sein. Sah jetzt ein bisschen seltsam aus. Pack jetzt einfach noch Turtles rein. Aber mit 20 Wirkern sollte ich ganz gut dabei sein. Bin auch ganz oben von meinem Team. Immer noch Shutdown Gold für ihn. Hat von allem etwas. I am not a Gnoblin. Okay, jetzt hier theoretisch noch mal ein bisschen Tankfrontline hinstellen. Dass ich mir noch mehr Worker leisten kann. Hm.
So, lass mal sehen. Die Veteranen und die Wölfe sind ganz schnell vorne dran. Der Veteran wird schnell down gehen. Das heißt, wir sollten mit magischen Schaden reinballern. Das macht schon am meisten Sinn. Sieht gut aus. Ja, die haben wenig Leben hier hinten. Hau mal einen Turtle rein. Naja, die Pyro sind zu stark. Die Pyros sind eindeutig zu stark. Da komme ich nicht gegen an. Den Dachs upgraden. Noch ein Dachs. Können wir machen. Mal gucken. Mal gucken, ob die Wave uns was bringt. Ich werde selbst jetzt gleich mal rollen. Wenn ich nächste Runde schaffe. Hart gesprochen habe ich, aber. Reicht leider nicht. Hydra wäre nicht schlecht. Magischer Schaden hätte ich aber gern, aber der ist hier nicht dabei. Das ist das Problem. Muss ich mit denen magischen Schaden produzieren? Statt dem nehme ich auf jeden Fall ihn mit. Und das kann ich so machen. Dann bauen wir hier zwei Golems hin. Zack. Was hängt denn hier so? Scheiße, es hat gehalten. Dann hol ich halt jetzt Worker. Was soll's? Ich brauch viele Worker, um den zu durchbrechen. Hat ja gereicht. Mal sehen, was der Kraken so kann. Schon wieder? Das bringt mir nichts. Ich würde mir die Katze aufwerten. Ja, komm. Mir egal. It is not my blood.
Den werte ich auf und dann mache ich hier noch den hin. Und dann schauen wir mal. Hat mir 780 Echo-Send gegeben. Trotz des Todes. Die werden einfach niedergebrannt. Keine Chance. Warum wir den Eiersack hin? Eine Dreieinigkeit. Das könnte was werden. Aber so ganz sicher bin ich mir noch nicht. Doch. Das wird was. Schottern Gold für mich. 200 Glocken! So, magischen Schaden habe ich leider nicht, deswegen muss ich die hier bauen. Damit ihre Klone mit magischen Schaden nach vorne schicken. Kann ja eigentlich auch noch Golem hin platzieren. Ja, wir haben eine Katze hin. Und gut. Aber 200 Schattern Gold ist schon viel. 1080, ey. Wie viele Worker haben die? Auch 1500 gekriegt. Das ist schon nicht normal. Aber schaltet echt gut. Hydra ist da, sehr schön. Hier werden wir alles upgraden. So. Viele Drachen ist ja auch
Klar, mit dem Magier-Buff noch dazu. Was hängt schon wieder meine Fresse? Haufen Eiersäcke. Dann die große Frage, auf welche Rave wir gehen. Auf die 21 werden wir nicht gehen. Vielleicht auf die 22. Wenn wir auf die 23 gehen, könnte ich jetzt noch Eiersäcke platzieren. Nö, ist blockiert. Okay. Ist also auf eine 20 begrenzt. Gut zu wissen. Tausenddreihundert drunter. Meine Hydra sind auch noch nicht fertig. Jetzt schon? Oh nein. Auf jeden Fall Hexen mitschicken für die Hadesse. Holy shit! So, meine Hydra sind da. Das ist schon mal sehr gut. Weil dieser Flächenschaden, der ist schon abartig. Let's go. 3240. 2300 Grad mal. Das ist nicht viel. Sehr gut. Da kommen aber auch Haufen Hexe auf mich zu. Ich bin raus mit mega vielen Hexen. Der lebt, hat jetzt immer noch gelebt, ey. Also ich glaube, wir sind zuerst tot. Ja, schade. Defeat. Aber Pyrus ist einfach wieder zu fett, ey. Das war nicht schon immer. Verrückt. Ja, ich habe auf den geschickt. Mega Blocker gehabt. Das war eine weitere Legion. Ich hatte auch gerne bei einem Video vorbei. Lasst ein Like, ein Abo da, wenn ihr mehr sehen wollt. Bis dahin, entspannten Tag. Macht's bis zum nächsten Mal. Ciao.